So, Freunde, da wären wir wieder ins Spor. Vorerst mal wieder alleine, leider ohne Let's Play Together Partner. Habe ich nämlich jetzt so auf die Schnelle, wobei Schnelle ja gut gesagt ist, habe ich das jetzt mal nicht organisiert. Da diese Aufnahme, ja gut, ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit gelassen mit der nächsten Aufnahme und mir sind die Folgen ausgegangen, also die letzten zwei Tage gab es ja keine neuen Spore-Folgen und das tut mir ehrlich gesagt ein bisschen leid und ich habe jetzt diese Spore-Aufnahme spontan auf die Schnelle gestartet. Das Rina-Reich will was von uns und von daher erstmal kein Let's Play-Partner. Zahl uns 1,1 Millionen, dann richten wir unsere neuen fortschrittlichen... Was? Ich glaube, die sind sauer. Ist mir aber vollkommen wurscht. Ich habe nämlich eine Idee. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses ständige Handelsgetue und kolonisiere Sternensysteme und Terraforme und Gewürzhandel, es ist sowas von langweilig. Nein, im Ernst. Also tut mir furchtbar leid, aber ich finde es übelst langweilig. Deswegen mache ich jetzt auch hier gerade Gewürzhandel, ne? Oder auch nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, jetzt mal was ganz was anderes auszuprobieren. Etwas ganz Interessantes, da werde ich jetzt noch ein paar kleine Vorbereitungen für treffen. Aber ich hoffe, dass ich noch in dieser Folge damit anfangen kann. Und jetzt müsste ich eigentlich schauen, dass ihr das grüne Gewürz loswerdet. Aber ist ja wurscht. Aufladen. Das kaufe ich aber nicht hier. Und zwar werden wir auf eine kleine Reise gehen, habe ich mir das so überlegt. Und quasi eine kleine Abenteuerreise bestreiten. Damit mal ein bisschen Schwung in die Sache reinkommt. Pass mal auf, was nehmen wir denn mit? Wir nehmen mal die extreme Gesundheit mit. Wir nehmen auf jeden Fall Reparatursets mit. Davon werden wir jede Menge brauchen. Wir nehmen... Wie viele Colony Packs haben wir denn? Ein einziges. Ja gut, muss reichen. Gewürzlager haben wir auch eins, muss reichen. Atmosphärengenerator haben wir drei. Eissturm, keinen. Meteoritnagel, blablabla. Wir haben doch Kühlschrankstrahl, nehmen wir mal mit. Wo ist denn der Hitzestrahl? Haben sie den auch? Nee. Okay. Dann wäre es das mal soweit bei euch. Dann muss ich jetzt mal zu anderen Verbündeten gucken, ob die irgendwas haben. Womit wir was anfangen könnten, was wir kaufen könnten. Hitzestrahl zum Beispiel, der wäre noch ganz toll. Hitzestrahl, habt ihr einen Hitzestrahl? Also Reparatursets nehmen wir auf jeden Fall. Bioprotektor, komm, nehmen wir einen mit. Mehr braucht man nicht. Monolith. Weißt du, Spaß ist halber, wenn wir das Geld gerade haben. Jetzt hätte ich aber ganz gerne noch den Hitzestrahl. Wo kriege ich denn jetzt den Hitzestrahl? Den kriege ich bestimmt bei euch. Also ganz bestimmt, beim Ivosta-Reich. Nee, kriege ich nicht. Aber nochmal 5 Reparatursets und extremen Energiespeicher. Weißt du was, dann kaufe ich das einfach zu Hause. So einfach ist das. Da können wir dann gleich nochmal Gewürz einsammeln. Ich weiß nicht, was uns das bringen soll, weil es hängt uns ohnehin zum Hals raus. Also mir zumindest. Huch. Wo ist der Hitzestrahl? Wo ist der Hitzestrahl? Wo ist denn... Oh, wir haben so viele schöne Sachen. Hier zum Beispiel die Energiezellen oder die Reparatursets. Okay, die dürften jetzt reichen. Hier Wurmlochschlüssel, Antimaterie-Raketen, Antimaterie-Bomben, Hitzestrahl. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh, so viele schöne Spielsachen. Stimmt, siehst du, Megageschütz. Wie viele Megageschütze haben wir denn? Gar keins. Mitnehmen. Ist zwar sauteuer, die Angelegenheit, aber ich habe jetzt Folgendes vor. Ich werde jetzt hergehen, sagen Speichern und wenn der Speicherbildschirm fertig ist, nämlich jetzt, weiterspielen, werde ich sagen, dass wir unser Reich verlassen. So, das ist das Zentrum der Galaxis, also fliegen wir mal, oder sollen wir mal ans Ende des Spiralarms fliegen? Weiß ich nicht. Nee, weißt du was? Wir fliegen nicht ans Ende des Spiralarms. Wir schauen einfach mal, wie weit das wir kommen. Was für ein Interstellarantrieb haben wir eigentlich? Ich glaube, wir haben... Warte mal.
Werkzeuge, raumische Fähigkeiten, interstellaren Trieb 3 haben wir. Aber den Wurmlochschlüssel, den könnten wir durchaus noch brauchen. Auf dieser kleinen Abenteuerreise, die ich jetzt noch nicht angefangen habe. Immer noch nicht. Und die halbe Folge ist rum. Wo gibt's diesen Wurmlochschlüssel? Die Wurmlochschalüssel. Bestimmt bei eurem Heimatplaneten oder Heimatsternensysteme haben sowas ja. Ich will da keine 3 Millionen für ausgeben. Das ist ja abartig. Aber die haben das auch nicht. Oh, guck mal. Es ist ja nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Doch, es ist wahr. Fragen wir mal die da drüben. Ich werde auf jeden Fall die Verbündeten noch rausschmeißen, weil die können wir nicht brauchen. Auf dieser kleinen Abenteuerreise. Da haben wir jetzt schon wesentlich interessantere Sachen. Und zwar Mega-Protonenrakete, kommen die nehmen wir mit. Mega-Bombe, kommen die nehmen wir mit. Aber mehr sollten wir auch nicht einkaufen. Weißt du was? Ich kaufe jetzt den Wurmschlüssel einfach bei uns zu Hause. Was soll der Geiz? Wir werden schon wieder ein bisschen Geld verdienen mit dem, was ich vorhab. Bin ich mir ganz sicher. Wo ist denn der Wurmlochschlüssel? Da, 3 Millionen. Ihr haltet mich jetzt wahrscheinlich für verrückt, aber um zu beweisen, dass ich richtig verrückt bin, werde ich jetzt nochmal speichern. Einmal, zweimal, dreimal und dann würde ich sagen, machen wir einen Abflug. Aber nicht ans Ende des Spiralarms. Das fände ich ein bisschen merkwürdig. So, einfach mal raus aus der Bruchbude hier. Wo geht's lang? Da geht's lang. Kala. Moment, Kala sieht interessant aus. Das würde ich ganz gerne erforschen. Was denn? Unser großer Rat heißt dich in unserem Sektor willkommen. Nee, ich aber nicht. Sag jetzt nicht, dass ich da nicht hinkomme. So, was haben wir denn da? Ui! Violettes und blaues Gewürz. Und der Planet Kylana ist sogar bewohnt, also mit Pflanzen. Ruel. Ja, okay. Also, Schluss damit. Wir fliegen weg von hier. Wir verlassen unser Zuhause. Betreten, ja, und treten eine epische Reise an. Uah, schon wieder Außerirdische, nix wie weg. Was wollt ihr denn? Wir dachten gerade, wir könnten mal wieder eine neue Spezies zum Spielen brauchen und schon schneist du hier rein. Was für ein interessanter Zufall. Hygroskopie Wache 2 Tollpatschreich. Ach du Scheiße, ich will gar nicht wissen, wie die aussehen. Nein, lass mich! Lass mich! Lass mich hier weg! Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Alter, wie kommt man denn da hinten hin? Ich glaube, nur mit Interstellarantrieb 5. Aber den haben wir ja nicht. Könnte auch noch eine Weile dauern. Und wartet mal, ich muss mich mal ganz kurz anders hinsetzen. Ich muss den kompletten Rechner anders hinschieben, dass ich hier ordentlich spielen kann, weil das mir tut schon wieder die Schulter weh, der ganze Arm eigentlich. Was wollt ihr denn? Du kommst zu uns an einem interessanten Punkt unserer spirituellen Entwicklung. Gottes Willen. Hört bloß auf, du bist auf unserem Gebiet und zu deinem Glück haben wir jede Menge Waren zum Verkaufen. Naja. Alter, 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 alter. Wie viele Freunde rufen uns denn noch hier? Sicherheitszone, jetzt bloß keine schnellen Bewegungen. Wir dachten gerade, neue Spezies zum Spiel. Boah, Alter. Ich muss dringend diesen Anrufbeantworter einrichten. SEO! Search Engine Optimization. Neon. Hier gibt es tatsächlich einen Planet, der Neon heißt. Das ist ja geil. Oder ein Sonnensystem mit Namen Neon. Okay, stellt sich nur die Frage, wo reisen wir denn eigentlich hin? Wir könnten jetzt natürlich spaßeshalber einfach mal durch so ein Wurmloch durchfliegen. Das mache ich, aber vorher noch eine Energiezelle rein, ne? Du hast eine seltene galaktische Formation gefunden. Sehr schön, rein da! Ich hoffe, ich schreie nicht zu sehr ins Mikrofon, das wäre nicht so toll. Die erste Folge ist in einer halben Minute rum. Wunderbar. So, schauen wir mal, wo wir gelandet sind. Naja, in einem benachbarten Dingensenarm, aber Spiralarm, aber da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich genau zu dem anderen Arm.
Warum werdet ihr noch früh genug erkennen? Schon noch früh genug erkennen, wollte ich sagen. So. Da wären wir jetzt in der zweiten Folge und wie ich mir dachte, haben wir die ganze Reise dann tatsächlich doch noch in der ersten Folge dieser Aufnahme angetreten. Auch wenn es etwas überschnell und ungeplant wirkt, was es übrigens auch ist, aber macht ja nichts. RNT 5, 6942J. Muss ich mir unbedingt merken. Alter, wo sind wir denn hier jetzt schon wieder? Oh! Ja. Das war auf jeden Fall ein Arm zu weit. Macht aber nichts. Wir nutzen die Möglichkeit einfach um... Warte mal, können wir gar nicht. Joson! Sieht auch interessant aus. Das ist eine blaue und eine gelbe Sonne. Ist ja geil. Oh. Grünes, pinkes und blaues Gewürz. Ey, heftig, heftig, heftig. Wo können wir denn hier raus? Da unten können wir, glaube ich, raus, oder? Können wir raus? Jawohl. Ich versuche jetzt einfach nur in den benachbarten Spiralarm zu kommen. Aus ganz guten Gründen. Was haben wir denn da? Warum durch die Finsternis wandern, wenn du auch hier, ja, was kaufen kannst? Weil es Geldverschwendung ist. Oh je. Nein, jetzt nicht. Ich bin nicht da. Rette den Planeten Brottene vor einer Ökokatastrophe. Nö, keine Lust. Ich kann gerade nicht. Ich bin gerade unterwegs. Ich bin gerade auf Geschäftsreise, weißt du? So, komm, hier sind noch mehr so komischer Wurmlöcher. Testen wir die doch einfach mal. Fliegen wir ja einfach mal durch, vollkommen bedenkenlos. Wir werden den Rückweg nie wieder finden, das weiß ich jetzt schon. So. Ach, das wird hier links unten auch angezeigt, wie das Ding heißt. Sehr schön. Wow. Kein einziger Planet in Reichweite. Doch, Conny ist in Reichweite. Wo sind wir denn? Ah, ich bin im richtigen Spiral angelandet. Genau da wollte ich hin. So, dann könnten wir eigentlich... Oh, lila Gewürz. Ohoho, sehr interessant. Dann könnten wir eigentlich jetzt mal so frech sein. Und hier... Komme ich eigentlich von einem anderen Planeten da auch hin? Nee. Nikon. Oh, der hier ist bewohnt. Die sind sauer. Das freut mich. Und die rufen uns. Du hast unsere Grenze übertreten. Ja, ich weiß. Das war so gewollt. Das war so geplant. Pardia. Adel 2. Ich habe jetzt gerade gelesen, Aldi 2. Wäre ein bisschen billig gewesen. Wo fliegen wir denn jetzt eigentlich hin? Ich hätte nämlich ganz gern irgendwo jetzt dann auch mal eine Heimatbasis. Oder hier, Mach 2. Mit Mach 2 fliegen wir jetzt durchs Universum. Ja, Jungs, ich bin ja schon weg. Irgendwo hätte ich jetzt ganz gerne doch noch eine Art Vorposten oder sowas. Wow, jede Menge blaues Gewürz und einmal lila Gewürz. Sollten wir da vielleicht einen Vorposten errichten? Weiß ich nicht, wir haben ja bloß ein Colony Pack dabei, ne? Ja. Aus genau diesem Sinn und Grund. Grünes Gewürz, alter Schwede, sieht das schön aus hier. Unser Rat heißt dich in diesem Sektor willkommen, das freut mich. Dann könnten wir hier eigentlich, weißt du was, mit denen nehmen wir jetzt mal Kontakt auf. Mal schauen, was die da so sagen. Ist das so? Ja, so, hier. Versinkender Mannreich, oh. Sieht ja sehr schön aus. Ich gehöre übrigens zur Dingensen-Spezies, es ist mir eine Ehre, Handel. Hier ist eigentlich nichts, was ich gern kaufen würde. Zumal ihr sauteuer seid, was ist denn eigentlich mit eurer Philosophie? Das versinkende Mannreich sind Anhänger der Philosophie der Ordnung. Besuche den Sitzungssaal des Großen Rates. Ach ja, mehr weiß ich gar nicht, Michi. Ich bin total müde, weil es irgendwie 10 vor halb 11 in der Nacht ist. Komisch, ich müsste eigentlich hellwach sein um die Uhrzeit. Also eigentlich, oh, Abenteuermission, Abenteuermission, Abenteuermission. Sehr schön. Es ist gut zu wissen. Also wisst ihr was, wir richten jetzt da oben unsere zweite Heimatbasis ein. Und ich muss mal ganz kurz räuspern und was trinken. Moment.